Und da wären wir auch schon wieder. Es wurde in der Zwischenzeit einiges gepatcht. Die Version ist jetzt 0.9.007. Es gibt jetzt wohl mehrere Speicherstände, es gab jede Menge Bugfixes, an der IE wurde gedreht und das hört sich soweit ganz gut an. Gucken wir mal, ob wir unsere alte Welt zum Laufen kriegen. Da. Ja, es sind ja ordentlich viele Speicherstände. Sehr schön. Moment mal. Ach so. Continue. Okay. Warum gebe ich mir eine Weltauswahl, wenn ich eh nur... Egal, lassen wir das. In der Zwischenzeit habe ich noch eine Kleinigkeit gelernt. Und zwar, essen Zwerge nur essen, wenn es auf dem Tisch liegt. Was absolut lächerlich ist. Aber na gut. Sind halt pingelige Zwerge. Die nehmen nicht Essen einfach so aus dem Stockpile. Die müssen das serviert bekommen. Da. Also wir setzen jetzt hier einen Tisch hin. Das Zeug muss weg. Das ist auch so eine Sache, die ich noch gelernt habe. Also es waren sehr viele Kommentare in der Zwischenzeit. Vielen Dank dafür. Vor allem sind es auch nicht wirklich Spoiler, sondern es sind Sachen, die ich eigentlich hätte wissen müssen. Denn es steht in den Tooltips drin. Beim Tisch zum Beispiel, beim Essen. Ja, zum Beispiel, wenn wir irgendwo einen Stein haben, haben wir es nicht. Und wir bauen halt den vorderen Stein ab. Und die Wall dahinter bleibt bestehen. Denn wachsen diese komischen Buschdinger und unsere Zwerge haben das Bedürfnis, diese Buschdinger wegzumachen. Auch wenn das am Arsch der Heide ist. Jetzt haben wir die hier unten. Mach mal das da weg. Und das da. Und bringen die nach oben. So, also ja, da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. So, essen, 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 essen. Die schönen Steaks. Die tue ich jetzt. Auf den Tisch. Prepare food. Das gab noch einen Tisch und eine Leiter. Also, nee. Das mit den Gegenständen geben für erfüllte Aufgaben finde ich ein bisschen komisch. Weil wo kommen die her? Kommen die jetzt von oben angeflogen? Von einem Zwergengott? Ich weiß ja nicht. Oh, wir können Fallen bauen. 1, 2, 3. Falle. Da. Das heißt, wir setzen jetzt da und da Fallen hin und hoffen, dass unsere Zwerge da nicht reinlaufen. Wenn ja, wäre das ganz schön albern. So, zweiten Tisch noch mit mehr Essen. Da. Jo, passt, sehr gut. Können wir da jetzt schon Essen rauf tun? Nein. Du bist wieder ein Fake. Ne, hier unten ist der Attack. Sehr gut. Dann haut den mal weg. Macht das da alles weg. Jetzt haben wir den Kristall ein und dann können wir hier unten ein bisschen Eisen abbauen, falls wir noch was brauchen. Noch ein Hinweis war mehr Fackeln. Weil diese kleinen Wuseldinger spawnen halt nur in der Dunkelheit. Und wenn wir dafür sorgen, dass unsere ganze Mine ausgeleuchtet ist, spawnen da halt keine. Was ja auch schon mal praktisch ist. So, mehr Essen. Du kommst hier nicht rein, ne? Ne, gut. Was haben wir noch? Craft. Feuerpfeile. Stimmt, da war auch noch was. Also ja, sehr viel zu tun. Unser Bogenschütze hat angeblich nicht mit dem Bogen geschossen, sondern irgendwie eine Nahkampfwaffe benutzt. Was natürlich nicht so schön ist. Ich bin nur nicht ganz sicher, wo die Pfeile hin sollen. Achso, man muss die anhaken, richtig? Genau, er hat keinen Haken, er hat die Haken. Also kann er jetzt schießen. Okay. Du hast keine Ausrüstung. So. So. Du hast keine Ausrüstung. Nein, nein, nein. Keine Pfeile nehmen. Ich guck mal ganz kurz, ob das jetzt irgendwas bei ihm verbuggt hat. Nee, hat's nicht. Und du brauchst noch eine Axt. Und wir brauchen noch eine Axt. Also zwei Äxte, eine Spitzhacke. Aber wir haben kein Holz. Das heißt, wir porteln uns mal. Oh, ein Trap. Hier, hier. 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 Cut. So. Und es wird gleich wieder dunkel. Nee. Die. Ah doch, die haben wir abgebaut. Sehr schön.
Das heißt, Skelette dürften schon mal von hier keine mehr kommen. Von irgendwo anders. Ich guck grad mal. Ja, die Goblins müssen wir bald mal angehen. Aber Skelette bzw. Gräber sehe ich schon mal keine mehr. Sehr gut. Ach ja. Da läuft kein Zwerg hin wegen dem Schild. Ne? Ich sag's jetzt nicht, aber ihr wisst, wie es läuft. Denke ich zumindest. Du kannst weg. Ihr kriegt hier unten ein Portal. Eisen kann weg. Eisen kann abgebaut werden. Wie das Eisen kann abgebaut werden und später die Wand ersetzt. Was brauchen wir noch so an Rohstoffen? Kohle hätten wir noch im Angebot. Brauchen wir nicht wirklich. Nadeln. Wozu brauchen wir Nadeln? Für Stoffverarbeitung. Ja, okay. Oh, eine Käfigfalle. Na, mal gucken, ob das genauso funktioniert wie bei Dwarf Fortress. Dass man mit einem Holzkäfig auch einen Drachen einfangen kann. Irgendwie bezweifle ich das. Fackeln brauchten was? Fackeln. Fackeln. Holz und Resin. Resin haben wir eine Menge, aber kein Holz. Ja, müssen wir halt warten. Jungs, nimmt mich hier ein Portal. Take Control, Release. Take Control, Release. Was hast du da für ein Ei auf dem Rücken gehabt? Das sieht sehr gut. Oh. Oh, die Fallen gehen kaputt. Ah, das ist nicht so schön. Aber hey, kostet nur Holz, ne? Zwei Fallen haben fast den Zombie umgebracht. Was bist du überhaupt? Bist du ein Stein? War die vorher auch schon da? Anscheinend. Okay. Komisches Ei. Da, Ei. Du kannst kein Omelette kochen, ohne ein paar Eier zu zerbrechen. Das sind ganz normale Hühnereier. Ich dachte, das wäre ein Drachenei oder sowas. Aber nee. Zwerge, du isst mal was. Du schlaf mal. Du sammelst das Holz ein. Okay, dann mach das mal. Du geh auch was essen. Ich will euch alle schön frisch haben. Lalalala. Raus. Genau, da kann wieder dort hin. Gold. Ja komm, bauen wir ein bisschen Gold ab. Senken das Ganze hier ab, gehen weiter runter. Hier unten haben wir auch noch irgendwas. Das ist Mithril, das wird Silber sein. Neue Aufgabe. Baue ein Holzkäfig und töte 10 Skelette. Es ist nicht gut. Wir haben gerade alle Gräber zerstört. Cast Magic Light, Build Wooden Chair, Craft Fire Arrow. Okay, Wooden Chair bilden ist nicht schwer. Dann setzen wir einfach hier neben den Dingens einen Stuhl hin. Und da auch. Damit sich zwei Zwerge daneben setzen können. Warum auch immer. Den Lichtzauber. Da. Machen wir mal hier. Wirklich toll ist der nicht. Ich finde das Funkeln ziemlich irritierend. 37 Mana. Machen wir mal hier. Ja, ist ganz nett, aber... Drowning. Oh Jungs, ihr müsst unbedingt nach Hause schlafen. Also, erstmal alles einsammeln. Damit sie nicht nachher wieder zu Fuß hingehen. Und dann schlafen. Ja, du kannst nicht mit Pfeilen durch alle durchschießen. Tut mir leid. Kommst du nicht verarscht vor? Genau, geh einfach da rein, hilf mir beim Aufsammeln. Und ich versuche währenddessen mal Feuerpfeile herzustellen für dich. Holz haben wir jetzt ja ein bisschen. Federn haben wir eine. Achso, Resin brauchen wir auch noch.
Feuerpfeile. 10 Stück nur. Okay. Die rüsten wir dann erst aus, wenn es wirklich Not am Mann ist. Ihr braucht hier unten ein neues Portal. Warum liegen hier Nadeln auf dem Boden? Ist das einer von den Kristallen, der jetzt Nadeln droppt? Und irgendwas ist hier nicht gut. Oh, okay. Nur ein kleiner Ruckler. Wir haben jetzt genug Holz, also Glas? Nee, komm, kein Schneeschnack. Wir wollen erstmal Fackeln. Holz, Resin, Fackel, 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 Fackel. Fackel, Fackel. Aha. 20 Fackeln. Komm, deine hin, deine hin, deine hin und deine hin. Deine hin. Da, da. Und wir können immer noch keine Fackeln umbauen. Schade. Na gut, dann mal das anders. Ich mach einfach da. Ruckler. Ah, jetzt komisch. Also in den Patch-Nachrichten stand was drin von AMD-Chipsets und was weiß ich. Aber die Probleme hatte ich vorher eigentlich nicht. Hm. Na gut, also baut da Dirt hin, damit ich da Fackeln hinbauen kann, damit da keine Gegner spawnen. Und wir besser gucken können. Die Bäume hier sollen noch wachsen. Ich hätte gerne mehr Holz. Und du verschwindest bald. Das kann auch eingesammelt werden. Hier hinten sind noch schöne Bäume. Aber ich sollte nicht zu viele Portale gleich aufhaben. Sonst gehen die zu, bevor ich die Sachen abbauen kann. Und einsammeln. Noch eine Sache, die ganz schick wäre, wären Hotkeys. Weil ich aber 1 drücken kann, dann springe ich immer zu meinem Totem zurück. Und 2 für irgendeinen Gegner oder so. Und du gehst bitte schlafen. Oh, du hast kein eigenes Bett. Stopp. Oh, es gibt Holzschilder. Aber erstmal schlafen. Schlafen, 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 schlafen. Lebenspunkte wieder bekommen ist viel wichtiger. Denn ich habe keine Lust, schon wieder so viele Zwerge zu verlieren. 1, 2 Betten. Können wir jetzt mehr Betten? Nein. Aber wir können hier Betten hinstellen. Mitten in die Kaufstube. Das wird die bestimmt nicht wirklich stören. Genau, die Dinger sind auch da. Also hätte ich jetzt gerne da eine Fackel, da eine Fackel, da eine Fackel. Leitern. Wo auch irgendwo Leitern? Du bist da noch am Einsammeln, hoffentlich. Wo läuft so hin? Läufst ganz da hinten hin. Na gut, du machst das schon. Hier eine Leiter, ne? Beziehungsweise da. Und eigentlich noch viel mehr Leitern, aber nee. Holz und so. Und das Licht hält ganz schön lange, wollte ich gerade sagen. Gold weg. Gold weg, Gold weg. Kann ich eigentlich Licht einfach so hier hinzaubern? Nee, kann ich nicht. Schade. Also ich kann damit nicht erforschen gehen. Also ist der Buddel einfach hier weiter. Und gucken, was wir noch so Schönes finden. Wie kann ich jetzt am besten einen Seitenschacht machen? Über sowas könnt ihr rüberhüpfen, ne? Okay, dann mache ich einfach hier runter, runter, runter. So. Was hatten wir noch? Die Schilde wollte ich noch bauen. Denn je mehr Rüstung, desto besser. Schild with Skull. Das ist nur Decoration. Komfort 2. Sehr schön. Und ein Croc kann neben einem Bett deponiert werden. Sein Nachttopf. Wasser und Erde. Okay. Gather water. Gather water. Gather water. Das sind sehr komische Zwerge. Warum ist das Schild nicht einfach in die Hand? Guck mal im Craft Tree. So, da haben wir eine Schmiede. Stahl. Rails. Rails. Ah, ein U-Bahn-System.
Iron Pickaxe, Iron Axe. Steel Club. Leather Armor. Das klingt doch gut. Also dieses Deko-Schild müssen wir einmal bauen. Und irgendwo einfach hinstellen. So. Also da. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, das ist knapp. So, Deko-Schild kommt in den Raum mit dem Totem, damit er sich freut. Du stell mal da hin. Genau, sammel die viereckigen Wasserblöcke ein, damit wir unser Nachttöpfchen bauen können. Portal checken. Portal ist da. Portal verschwindet gerade. Take Control Release. Das Dent muss da noch einsammeln. Jo. Wir haben es gebaut. Schließen. Jetzt können wir die Stahlkeule bauen. Okay. Das ist doch mal schick. Also können wir gleich 6 Stück davon bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ausrüsten. Stahlkeule. Achso, das ist den Bogen, ne? Wie gut ist der Bogen? 8. Stahlkeule 8. Oh komm, Stahlkeule. 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 Stahlkeule und ihr braucht immer noch Werkzeug. Fischer. Na komm, werd Fischer. 8 Holz, das reicht für ein bisschen Werkzeug. Nehmen wir mal die Pickaxe. Ne, die Axt, damit wir mehr Holz abbauen können, ne? Macht Sinn. 1, 2. Ausrüsten. Das waren die Zwerge ganz hinten. 1, 2. Also fehlt jetzt nur noch eine Pickaxe. Und Schuhe und bessere Rüstung, bessere Helme und all sowas, aber. Ja. Die haben alle ihr Säckchen hingelegt. Also wir brauchen echt noch ein Bett, wenn wir 6 Zwerge haben. Wie schaut's denn aus bei euch? Du geh schlafen. Du geh schlafen. Du schläfst. Du geh schlafen. Du bist voll, das ist gut. Du könntest was essen. Du schläfst schon. Okay. Ich mache mal ein bisschen Zeitvorlauf. Doppelt. Damit die Jungs alle essen, schlafen, einigermaßen ausgeholt, erholt sind. Warum wurdest du noch nicht gebaut? Ja. Außerdem, wenn wir jetzt doppelt Zeit durchlaufen lassen, wachsen die Bäume auch schneller. Das heißt, wenn die dann eben alle ausgeschlafen und gegessen haben, können wir einfach hier oben alles wegholzen. Was macht der Gang hier unten? Oh. Oh. Jetzt nicht so gut, oder? Es ist in ein Höhlensystem reingekommen. Mach mal weg da. Das da weg. Das da weg. Da wirst du nicht rankommen, glaube ich. Oh, ein Kleinbabuch. Das kriegt doch mal. Du, warum nicht? So. 4 Holz. Nee. Komm, hier. 4 mal weg. Mach mal so ein kleines Wuselding. Bau doch mal da eine Fackel hin und da eine Fackel hin und da eine Fackel hin. Damit da nichts mehr spawnt. Und hier bitte ein Portal. Und du select Take Control Release. Damit du eigentlich in das Portal springst. Na gut. Oh, die Jungs haben ausgeschlafen. Okay. Einfach Geschwindigkeit zurück. Kiefer! Es kam echt kein einziges Skelett mehr. Das ist Also Notiz an selbst oder für euch, wenn ihr das später spielt. Ein so einen Grabstein stehen lassen. Damit man Knochen farmen kann. Ich denke mal, wir kriegen jetzt nur neue Skelette, wenn die Wellen kommen.